Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die bundesweite Impfaktion gegen das Coronavirus hat begonnen. Mobile Teams impfen zunächst Bewohner und Personal in Pflege- und Seniorenheimen. Besonders gefährdetes medizinisches Personal erhält den Wirkstoff der Firmen BioNTech und Pfizer ebenfalls vorrangig. Die Zahl der erfassten Neuinfektionen ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut registrierte binnen 24 Stunden 13.755 Ansteckungen. Allerdings wird an den Feiertagen nicht so viel getestet. Außerdem gehen weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern ein. Die Impfungen sind kostenlos und freiwillig. Die größte Impfaktion in der Geschichte Deutschlands. In Hessen beginnt sie am Uniklinikum Frankfurt. Mitarbeitende auf Intensivstationen, Covid-Stationen und Notaufnahmen kommen als Erste dran. Bedenken gegen den Impfstoff hat hier niemand. Es ist wichtig, jetzt zu machen, wenn wir es haben, um das Ganze einzudämmen. Wenn wir jetzt erst die 5-Jahres-Ergebnisse abwarten wegen der Langzeitfolgen, dann ist der Käse gegessen. Deswegen alle Hut abnehmen und impfen lassen, bitte. Insgesamt 2 Spritzen braucht es für die volle Wirkung. Für die Ständige Impfkommission geht es jetzt darum, möglichst schnell, möglichst viele Menschen damit zu versorgen. Wir brauchen, um eine Herdenimmunität zu erreichen, Impfquoten von ungefähr 60-70%. Das würde für Deutschland mehr als 100 Millionen Impfungen bedeuten. 1,3 Millionen Impfdosen sollen bis Ende dieses Jahres geliefert werden. Im Januar noch einmal knapp 3 Millionen. Das heißt, es wird zunächst weniger ausgeliefert, als verabreicht werden könnte. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz bleibt gelassen. Wir bekommen morgen neuen Impfstoff, wir kriegen am 30. Impfstoff und im Januar wieder. Und wir werden uns alle Mühe geben, den Impfstoff, den wir bekommen, auch direkt zu verimpfen. Eine Panne gab es im bayerischen Landkreis Kulmbach. Beim angelieferten Impfstoff war anscheinend die Kühlkette unterbrochen. Damit fielen die Impfungen in fast ganz Oberfranken heute aus. Sicherheit geht vor und wir wollen diesen Impfstoff, der möglicherweise eben nicht dauerhaft die erforderliche Kühlung aufgewiesen hat, den wollen wir nicht an unsere Bürgerinnen und Bürger verimpfen. In den kommenden Wochen haben Pflegepersonal und die über 80-Jährigen bei der Impfung Priorität. In Seniorenheime kommen mobile Impfteams. Alle anderen werden je nach Bundesland auf unterschiedliche Weise über den Impftermin informiert. Die Corona-Impfungen sind inzwischen auch in vielen anderen Ländern der Europäischen Union angelaufen. Nachdem Ungarn und die Slowakei schon gestern begonnen hatten, starteten die meisten übrigen EU-Staaten wie vorgesehen heute. Bereits am Morgen ging es in 2 der besonders stark von der Pandemie betroffenen Ländern los, in Spanien und Italien. Trotz Maske, das Lächeln konnten heute einige Pflegerinnen und Pfleger in Italien nicht verbergen. Sie sind hier als Erste dran mit der Corona-Impfung. Ich hoffe, ich werde nicht die Erste von 20 oder 30 Millionen, sondern von allen Italienern sein, die geimpft werden. Erleichterung auch in Spanien, wo sich das Impfen erst einmal auf ältere Mitbürger konzentriert. Zeitgleich wurde gestern in allen 27 Mitgliedstaaten der wertvolle Impfstoff angeliefert. Und manchmal wirkte es auch heute Morgen noch wie bei einem Goldtransport. Militär sicherte an vielen Orten das Abladen an den Impfzentren. In Tschechien bekam Premier Babiš heute die erste Impfung noch vor einer Weltkriegsveteranin. Der Vakzina. Die Impfung, die wir von der EU gestern bekommen haben, bedeutet Hoffnung. Hoffnung, dass wir zu unserem normalen Leben zurückkehren können. Allerdings ist EU-weit bisher nur ein Impfstoff zugelassen worden. Und der kann nur nach und nach produziert werden. Eine Impfung für alle, die sie wollen, ist im Moment noch nicht möglich. Umgekehrt müssen für einen wirksamen Impfschutz in Europa noch viele Impfskeptiker überzeugt werden. Das weiß auch die EU-Kommission. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mit großer Transparenz und Sorgfalt dafür sorgen, dass wir zeigen, dass diese Impfstoffe sicher sind, permanent ein Monitoring auch läuft. Und es ist wichtig zu sehen über die Zeit die Wirksamkeit der Impfstoffe. Das wird viele überzeugen. Europas Impfmarathon hat begonnen. Die Hoffnung ist groß, dass er der entscheidende Schritt ist, um das Virus zu besiegen.